Hallo, Besuch ist da. Das hatten wir schon lange nicht mehr, aber wir beide sind geimpft, getestet. Wir dürfen für euch heute eine schöne Präsentation bieten. Vor ein paar Wochen hatte ich von dem Stoffwechsel-Kit erzählt, also von diesem Test. Und jetzt habe ich die Auswertung und vor allen Dingen jetzt habe ich Andrea mitgebracht, weil Andrea kann uns ganz viel dazu erzählen, weil... Hi, ja, ich bin Andrea. Ich habe zusammen mit dem Professor Dr. Müller die Provita Stoffwechselwerkstatt gegründet. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Genau, und wir versuchen heute Fragen zu klären. Also ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Sollten wir aber nicht alle Fragen abdecken können, dann schreib bitte unten deine Frage rein und die wird dann beantwortet. Vielleicht dauert es einen Tag, aber die Frage kommt. Wenn es eine ganz spezielle Frage ist, dann schreib mir das bitte per E-Mail an info@makeupcoach.de und dann leite ich das weiter, sodass alle Fragen geklärt werden, weil das ist doch eine sehr umfangreiche Geschichte. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Ganz einfach, wir zwei kennen uns schon seit ein paar Jahren, ne? Und Andrea kam irgendwann vor 2 Monaten oder so auf mich zu und hat gesagt, Michael, kennst du das? Habe ich gesagt, habe ich schon viel von gehört, steht auch auf meiner Liste, aber wie das so ist, ne, das mache ich dann mal. Ich habe im Januar angefangen mit Intervallfasten, um mein Gewicht zu reduzieren und bin dann an einen Punkt gekommen, wo alles stagnierte und genau da haben wir dann diese Stoffwechselanalyse gemacht. Es kam eine ganze Mappe mit Informationen und mit diesem Blatt, da erzählt Andrea gleich auch noch eine ganze Menge drüber. Und als ich jetzt diese Auswertung bekommen habe, ist mir erstmal mein Kind runtergefallen. Das ist die grüne Seite, wo man essen darf, was man will, wie viel man will. Ne, das ist alles schön. Aber dann kommt die böse rote Spalte, was man auf keinen Fall essen sollte, wenn man etwas für die Gesundheit tun möchte. Es gibt ja nicht nur den Punkt der Gewichtsreduzierung, sondern auch überhaupt das Wohlfühlgefühl. Und bei mir steht bei Rot zum Beispiel Banane und Mais. Du erinnerst dich, ich habe den Film gezeigt mit diesen tollen Bananenkeksen. Die habe ich jeden Tag gegessen und mein Gewicht stagnierte. Warum wohl? Weil mit der Blutanalyse rausgekommen ist, Banane? Nein, besser nicht. Mais? Mein schönes Männerpopcorn, was ich mir abends gemacht habe, ne, so deftig mit Speck und Schinkengeschmack, ohne Zucker, wo ich dachte, ne, ohne Zucker, das geht. Nein, Mais steht auch auf der roten Liste. Und siehe da, nachdem ich das hier jetzt ein paar Wochen angewendet habe, geht mein Gewicht ganz kontinuierlich runter. Was ist denn der Vorteil an dieser Liste, Andrea? Also es gibt bei uns 11 Stoffwechseltypen. Du bist 11? 11, genau. Du bist Stoffwechseltyp 4. 11 Stoffwechseltypen gibt es deshalb, weil der Professor Müller hat länger geforscht schon in der Ernährungsmedizin. Der macht das schon seit 20 Jahren. Und diese 3 Typen, die die meisten kennen, ist einfach nicht aussagekräftig genug, weil jeder Körper anders ist. Und 11 Typen bilden das sehr, sehr gut ab. Das heißt, jeder kann was anderes gut vertragen. Bei dir ist es halt nein, Banane, nein, Mais. Es ist bei jedem was anderes. Also, und das kann man sehr gut auf der Liste abbilden und hat dann wirklich die Dinge, die man gut verstoffwechselt, die keine Fettpölsterchen bilden, die sich nicht irgendwo ablagern im Körper, wo sie nicht hin sollen. Und die dann kein Unwohlgefühl machen, ne? Weil es gibt ja Lebensmittel, wo man, ich sage jetzt mal, allergisch drauf reagiert. Das muss jetzt noch nicht mal so in Schnupfen, Husten, sonst was sein, sondern vielleicht auch in Schmerzen. Mhm. Genau, also viele haben zum Beispiel so einen Blähbauch nach dem Essen oder Sodbrennen. Das hatte ich eine lange Zeit, bis ich umgestellt habe, meine Ernährung. Wenn man sich nach seinem Stoffwechseltyp ernährt, dann hat man das eigentlich nicht mehr. Das geht dann weg. Das Einzige, was mich so ein bisschen abgehalten hatte, war die Geschichte mit dem Fingerpieks, ne? Wir zeigen gleich mal das Kit, aber mit diesem Fingerpieks, wenn dich das interessiert, wie funktioniert das? Weil es ist überhaupt nicht schlimm, man muss sich nur so ein bisschen überwinden. Kannst du am Ende des Films sehen, habe ich dann gefilmt, wie ich das gemacht habe. Ist wirklich viel, viel einfacher, als man sich das vorstellt. Und damit du deine Hemmungen da wegnehmen kannst, habe ich das für dich gefilmt, wie ich bei mir dieses Blut abgenommen habe. Das war das, was Michaela schon mal in einem alten Video gezeigt hat. Hier ist unser Stoffwechselkit. Das kann man bestellen. Und da drin sind die Werkzeuge, die man anwendet zu Hause. Das heißt, da ist auch hier dieses Laborpaket drin. Ihr könnt das jetzt sehen. Da sind diese kleinen Lanzetten, mit denen man sich in den Finger piekst. Ein Maßband, weil wir auch ein paar Körpermaße brauchen, um deinen Stoffwechseltyp zu ermitteln. Und der Anamnesebogen. Da musst du uns ein paar Dinge ausfüllen, auf Basis dessen wir dann wissen, welcher Stoffwechseltyp du bist. Wichtig, das hatte ich zuerst nicht gelesen,
dass man diese Blutabnahme nicht zum Beispiel samstags machen soll. Mhm. Dann wäre die Blutprobe übers Wochenende in der Post oder du bringst es vielleicht dann erst am Montag weg und dann ist das Blut schon ein bisschen zu alt. Also ganz frisch montags oder dienstags oder mittwochs abnehmen und dann sofort in die Post, sodass das dann am besten nach einem Tag oder nach zwei Tagen dann im Labor angekommen ist. Auswertung habe ich nach gefühlt einer Woche erhalten, kann das sein? Ja, ungefähr eine Woche. Mhm. So ungefähr, ne? Also hier sind ganz, ganz viele Blätter drin. Ich blätter sie jetzt nicht auseinander. Als erstes kann man sehen, da ist ein Brotrezept drin, weil bei mir steht leider auch auf der Liste, Brot soll ich meiden. Aber die Alternative, weil irgendwas möchte man ja, ne, unter der Scheibe Käse oder unter dem Schinken haben, gibt es noch ein Brotrezept, was eben auch nicht belastend ist. Mhm. Also man hat da an ganz, ganz viele Dinge gedacht, was ich sehr, sehr schön finde. Aber jetzt nochmal mit dem Blut. Warum ist das mit dem Blut überhaupt wichtig? Weil es gäbe ja auch Speicheltests. Mhm. Also die Blutanalyse ist aus unserer Erfahrung her einfach die, wo die meisten Ergebnisse bei rauskommen, die auch den Stoffwechseltyp bestimmen. Es gibt diese Speichelprobe, das ist auf DNA-Basis, aber da nimmt man wirklich nur einen Bruchteil dessen. Und aus der Erfahrung von dem Professor Müller, die 20 Jahre Ernährungsforschung, ist es aus den Blutwerten einfach besser. Da hat man die Daten, die wir brauchen, die auch funktionieren. Weil ich könnte mir jetzt so als Endverbraucher vorstellen, dass ich, ne, ich gucke mal nach, was gibt es so, Blut oder Speichel, würde ich sagen, Speichel. Ist doch mal einfacher, in so ein Röhrchen zu spucken, als mir in den Finger zu stechen. Ja, aber wenn die Analyse dann nicht genau exakt ist, weil, also es ist toll, wie detailliert das ist, weil es sind so Kleinigkeiten, es sind so viele Sorten aufgeführt, was ist jetzt für mich gut, was für den Nächsten ja wieder nicht gut ist und andersrum genauso. Und was du eben gesagt hattest, ne, wie viel darf man dann essen? Genau, also von der grünen Liste darf man so viel essen, wie man möchte. Das ergänzt man mit den Lebensmitteln von der gelben Liste, da sagt man so 20-30%. Und die rote Liste sollte man vermeiden. Man kann einmal in der Woche seinen Genusstag oder Schweinetag, wie man es nennen möchte, machen. Aber grün und gelb zum Sattessen. Genau, man muss nicht hungern, das ist gut. Also ich könnte jetzt einen Tag in der Woche mal meinen Männerpopcorn machen, mache ich aber nicht. Und dann hat das ja auch noch den Vorteil gegenüber zum Beispiel Weight Watchers, ne? Ja, also ich die Diäterfahrung, die ich schon gemacht habe, haben wahrscheinlich die meisten von euch schon gemacht, dass man entweder Punkte zählen muss, man muss also aufpassen, man darf nicht weiter essen oder schlank im Schlaf, dann darf man auch nur irgendwas Spezielles abends essen oder diese 1500 Kilokalorien, man hat eigentlich immer Hunger. Und das ist bei unserem Konzept nicht so. Man kann sich wirklich satt essen, bis man sagt, wunderbar, jetzt bin ich satt, jetzt fühle ich mich wohl. Und das finde ich ein großer Vorteil, damit man es auch langfristig umstellen kann. Also ich habe das jetzt so gemacht. Als ich ja diese Liste gelesen habe, habe ich gedacht, boah, keine Nudeln, kein Brot, keine Kartoffeln, kein Reis, so ein Scheiß. Ich habe mich arrangiert und verbinde das einfach mit meinem Intervallfasten. Das heißt, Intervallfasten, was ich ja von Januar ab gemacht habe, wo ich aber nach 5 Kilo erstmal, ne, wo das stagniert hat und ich dann diese Liste in die Hand bekommen habe und dann gedacht habe, ja, ist doof, aber ne, Brot esse ich trotzdem, aber ein Eiweißbrot, ich weiß nicht, vielleicht ist das nicht so wie normales Brot, bietet unser Bäcker halt hier an. Und Nudeln esse ich, aber nicht so viel. Und schwuppdiwupp, ich habe dann doch nochmal 4 Kilo abgenommen. Anhand dieser Liste, obwohl das 2 Monate stillgestanden hat, ohne dass ich was vermisse. Ich esse, ich baue keinen Heißhunger auf. Ich esse auch, obwohl es auf der roten Liste steht, das darf Andrea jetzt nicht hören, jeden Tag ein Stück Schokolade und es funktioniert trotzdem. Und ich fühle mich kraftvoll. Ja, das sagen die meisten, dass man einfach wirklich mehr Vitalität hat. Man fühlt sich besser im Körper, man nimmt ab und man hat einfach mehr Energie für den Tag. Und das ist halt auch total schön, finde ich. Tja, und wenn ich überlege, dass das jetzt nur an Bananen und an Mais gelegen hat, boah, wie simpel im Prinzip, man muss es nur wissen. Also meine Empfehlung, wo es da bei euch hakt, ne? Dass man vielleicht sagt so, ich habe schon alles probiert, aber es will nichts funktionieren. Ja, vielleicht hast du irgendwo 1, 2 versteckte Lebensmittel, wo du denkst, na, die sind ja gesund, die haben ja wenig Kalorien, davon kann ich ja gar nicht zunehmen. Aber du nimmst eben auch nicht ab, weil es genau die falschen Produkte sind. Ich schreibe unten in die Infobox den Link, wie du zu dem Kit kommst. Du schreibst deine Fragen. Wenn was Spezielles ist, leite ich das noch gerne weiter.
sodass da keine Unklarheiten sind, weil ich wusste lange Zeit nicht, was das ist. Wie gesagt, mein Cousin und seine Frau, die haben über 40 Kilo mit einer Stoffwechseldiät abgenommen. Wahnsinn, oder? Ja. Jeder hat so seine eigenen Ziele. Also wir haben viele, die wegen Abnehmen die Stoffwechselanalyse machen, weil es gut funktioniert. Aber es sind auch einige, die sagen, ich habe so schlimm Sodbrennen, das möchte ich wegbekommen, das funktioniert. Oder andere Dinge, auch bei Rheuma kann es helfen. Also viele ernährungsbedingte Krankheiten. So, ne? Oh, meine Schulter tut so weh. Genau, also da kann man wirklich an vielen Stellen ansetzen. Der Professor sagt immer, Ernährung ist die beste Medizin. Wir wissen es eigentlich auch, ne? Aber wir wissen eben nicht, was speziell so Quälgeist ist. Guck dir noch an, wie ich mir einen Finger piekse. Gar nicht so schlimm. Wie gesagt, man muss es einfach nur tun. Ist für einen guten Zweck. Könnte man das auch zum Arzt bringen, wenn man sagt, boah, kann ich nicht selber? Ja. Also man kann auch, in dem Laborpaket hast du ein Blutröhrchen, damit könntest du auch zum Arzt gehen und das da auffüllen lassen. Aber es ist eigentlich nicht so schwierig. Also man bekommt es selber hin und kann es dann abschicken. Genau. Aber es gibt auch noch auf unserer Seite, provita.de, weitere Informationen, wenn du nochmal gucken willst. Da ist alles nochmal ein bisschen zusammengefasst, auch Hintergründe zur Ernährungsmedizin. Oder wie gesagt, einfach Fragen hier unten reinschreiben, dann beantworten wir die im Nachgang. Also ich mache weiter. Ich habe noch 5 Kilo auf dem Zielplan. Und ich schätze, dass die bis Ende des Jahres trotz 2 Wochen Schlemmerurlaub weg sein werden. Ohne Heißhunger, ohne irgendwas. Da freue ich mich richtig drauf. Vor allem weiß ich ja jetzt, woran es liegt. Ne? Andrea, ich küsse dich für diese... Nein, das dürfen wir ja nicht. Ich küsse dich für diese Informationen, weil jetzt ist es für mich leichter. Dann sagen wir mal tschüss. Aber bleib dran für eine Fingerpiekse, ne? Hier nochmal ganz kurz eine Sequenz zur Blutabnahme. Es ist ein sehr ausführlicher Prospekt dabei, wie man das Blut entnehmen soll. Dann gibt es einen Begleitbogen, da muss man die Daten ausfüllen und einen von diesen kleinen Strichcodes, der hier auf dem Bogen drauf ist, der wird nachher auf den Anamnesebogen geklebt, damit das zugehörig ist. Dann haben wir ein Röhrchen, da kommt nachher die Blutprobe rein und der Umschlag, wo das ins Labor geht, muss auch nicht frankiert werden. So, dann starten wir mal. Hier ist natürlich auch Pflaster und hier so ein kleines Desinfektionspad dabei. Ich nehme jetzt mal, weil ich es noch im Haus habe, meine Desinfektion, weil das kann man nämlich so praktisch in die Handtasche stecken. Aber wichtig, dass man es dann auch tatsächlich macht. Dann nehme ich meine Lanzette und piekse jetzt hier vorne in den Finger. Das ist so ein ganz klein bisschen Überwindung, weil das macht einen ganz kleinen Pieks, aber das sollte kein Problem sein. Man soll den ersten Tropfen wegnehmen, dann mache ich mir mein Röhrchen auf und streiche mir das Blut hier dann immer so rein. Das ist kein Problem. Ich mache es jetzt mal im Stehen. Dann kann man, ich hoffe, man kann es sehen, das einfach hier so reingleiten lassen in das Röhrchen. Immer mal wieder zwischendurch ein bisschen drücken, ein bisschen massieren. So, es ist also überhaupt keine Schwierigkeit, da so ein bisschen Blut zusammenzubekommen. Ich wische nochmal den Überschuss weg. Und einfach zwischendurch so ein bisschen reiben, massieren. Also ich hatte mir das viel schlimmer vorgestellt, jetzt nicht von den Peaks, das kennt man ja, das ist ja überhaupt kein Ding. Aber ich habe gedacht, meine Güte, kriege ich denn das Blut zusammen? Ja, warum man meint, dass man es nicht zusammenkriegt, ist, wenn man sich sticht, dann presst man immer direkt was drauf, sodass man gar nicht weiß, dass das eine ganze Weile läuft. So, und jetzt kann man hier schon gut an dem Röhrchen sehen, ne? Da ist jetzt genügend Blut drin. Komm, einen machen wir noch und dann verschließe ich das Röhrchen.
So, und dann soll man das schütteln. Aber es ist überhaupt kein Problem, wenn sich das jetzt nicht mit diesem Gel verbindet. Das steht auch in der Anleitung. So, und dann packe ich das jetzt in Verbindung mit dem Begleitschreiben und dieses Teil hier alles zusammen. Und dann schicke ich das weg. Gar nicht so schlimm, oder? Also ich fand es jetzt sehr, sehr einfach.